Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um diese leckeren Rosinenbrötchen oder eher gesagt Rosinenwäckchen. Inspiriert aus dem zweiten Teil von Ein Königreich für ein Lama. Das ist Kongs großes Abenteuer. Und wenn ihr wissen wollt, wie die gehen, bleibt gerne dabei. Fangen wir auch schon an. Als erstes nehme ich meine Rosinen. Dafür nehme ich ungefähr 200 Gramm und die gebe ich hier in meine Schüssel. Manche von denen kleben aneinander, die entwirre ich erstmal. Und dann gebe ich auch schon Wasser dazu. Dafür nehme ich ungefähr so viel, dass die gut bedeckt sind mit dem Wasser. Und dann lasse ich das alles für ungefähr eine Stunde lang stehen, damit die Rosinen sich auf das Doppelte vergrößern können. Während die Rosinen aufgehen, bereite ich schon meinen Rest vor. Dafür nehme ich zuerst 240 ml warme Milch. Dazu gebe ich ein Päckchen trockene Hefe und noch einen Teelöffel Zucker und rühre das um und lasse das 10 Minuten aufgehen. Machen wir auch schon weiter und dafür nehme ich dann mein Mehl. Dafür nehme ich 500 Gramm und gebe das hier in meine Schüssel. Dazu füge ich dann eine Prise Salz und noch 60 Gramm Zucker minus einen Teelöffel, den ich eben für die Hefemischung genutzt habe. Dazu gebe ich dann noch 75 Gramm Butter und noch zwei Eier und rühre das alles gut miteinander um. Dazu kommt dann noch meine Hefemischung, die kippe ich einfach da rein und dann knete ich das alles mit meinen Knetstäben für ungefähr 10 Minuten zu einem schönen Teig. Nachdem ich die ganzen Zutaten gut verknetet habe, sodass ein schöner Teig entstanden ist, kommen natürlich noch meine Rosinen hinzu. Die habe ich eben vorher abgegossen. Auf jeden Fall knete ich die jetzt hier in meinen Teig ein. Das mache ich etwa mit den Händen oder mit meinen Knetstäben von eben. Wenn ich die Rosinen dann gut in den Teig eingearbeitet habe, kommt er zurück in die Schüssel. Die decke ich dann ab und dann kommt das Ganze an einen warmen Ort. Und dann lasse ich den Teig für mindestens eine Stunde lang schön aufgehen. Der Teig ist richtig schön aufgegangen, wie man hier sieht. Den kann ich jetzt hier aus meiner Schüssel holen und nochmal gut durchkneten, bevor ich den gleich weiter verarbeite. Ich teile mir den Teig jetzt in Stücke auf, die ich dann zu runden kleinen Kugeln forme, die dann im Endeffekt meine Brötchen werden. Ich habe jetzt den ganzen Teig unterteilt und zu Kugeln geformt, die dann auf mein Backblech gegeben und jetzt decke ich die nochmal ab mit einem Küchenhandtuch für 30 Minuten, dass sie auch nochmal aufgehen können. Die 30 Minuten sind jetzt vergangen und man sieht, dass die nochmal schön aufgegangen sind. Ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt auf 180 Grad. Ich verquirle noch ein Ei und etwas Milch und damit pinsel ich die Brötchen, dass sie beim Backen schön goldbraun werden. Auf jeden Fall kommen die dann in den Ofen für ungefähr 15 bis 20 Minuten und dann sind die auch gleich schon fertig. Hier sind jetzt auch schon meine fertigen Rosinenbrötchen oder eher gesagt Wäckchen. Die sind richtig schön weich und fluffig geworden. Ich freue mich schon richtig drauf, die zu probieren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und gerne bis zum nächsten Mal.